Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast beim Rückspiel im Halbfinale. Glasgow Rangers gegen RB Leipzig. Die Gäste haben nach dem Hinspiel so ein klein wenig die Nase vorn, Wolf. Von daher ist mal klar, es wird ein spannendes Rückspiel. Die Kulisse stimmt, die Fans können es wirklich nicht mehr erwarten. Und hier ist die Entscheidung noch längst nicht gefallen. Sie haben den Ball. Da gehen Sie dazwischen. Radion. Kampladin. Dani Olmo. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Vom Flügel zieht er jetzt ein. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Er könnte hier... Und jetzt diese Chance... Super Tor, ein echter Leckerbissen. Das war stark gemacht. Wir schauen noch mal auf dieses Tor. Herrliche Szene. Manche sprechen von der Maradona-Drehung. Verlädt die Abwehr und dann ist das auch ein guter Abschluss. Es geht weiter in diesem Spiel. Neuer Spielstand insgesamt 3:1. Ja, energischer Vorstoß. Oh, Ball noch im Spiel, aber abseits. Szene wird abgepfiffen, kein Tor. Aber da hat wirklich nicht viel gefehlt. Sie verlieren den Ball. Jetzt kann die Flagge kommen. So, und jetzt bin ich gespannt. Was macht die Schiedsrichterin? Kampe. Danion. Dani Olmo. Ist es das? Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Schönes Anspiel. Weiter geht es mit einem Einwurf. Vorne der Ballgewinn. Aaron Ramsey. Das ist noch gefährlich. Tolle Parade und dann dürfen Sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Wichtig natürlich, dass Sie da dazwischen gehen. Chance jetzt zur Flanke. Jetzt gibt's Abstoß.
Aaron Ramsey. Gute Balleroberung hier. Nee, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Sie verlieren hier den Ball. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Und er gibt Elfmeter. Es gibt die Elfmeter. Und Geld noch dazu. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Oh, Tor vorbei. Vergibt diesen Strafstoß und das war schwach ohne jede Frage. Das kann er viel besser. Puh, das wird auch in der Wiederholung nicht besser. Er setzt den Elfer weit vorbei. Da sind die Nerven scheinbar mit ihm durchgegangen. Dani Olmo. Dani Olmo. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Könnte in Konter gehen. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Halbfinalrückspiel der UEFA Champions League. Los geht's mit dem zweiten Spielabschnitt. Und jetzt bin ich gespannt, wer besser in die zweite Hälfte kommt. Kampe. Orban. Die Leipziger machen Druck. Dani Olmo. Zieht ab! Brillant gemacht! Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. Tor 4:1 heißt der neue Spielstand nach beiden Partien. Es geht weiter. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ball kommt nicht. Erstmal rausgeforstet. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Aktion geht weiter. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da ist die Chance. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Sie müssen wechseln. Der Spieler ist verletzt und kann nicht weiterspielen. Schade für ihn. Mal sehen, ob ihn der neue Mann adäquat ersetzen kann. Jack. Und nun Ramsey. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Nicht ungefährlich, Steilpass, ganz gefährlich. Nicht das Tor, unglaublich.
Und jetzt werden sie wechseln. Ecke kommt in den 16er. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Und Aaron Ramsey. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Jetzt können sie flanken. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. Vorne der Ball gewinnen. Da springt ihm der Ball in die Hand, Freistoß. Und jetzt gibt es hier den Wechsel. Ja, und der Trainer nimmt ihn sicher vor allem wegen der gelben Karte runter. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Vielversprechender Steilpass. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Gutes frühes Stören. Er holt sich vorne den Ball. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Sie werden hier wechseln. Super Pass. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Sie nehmen den Wechsel vor. Ecke wird kurz ausgeführt. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Schön diesen Pass abgefangen. Und er zeigt erneut auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Bitter für sie, aber es scheint auch so, als hätten sie aus der Szene vorhin nichts gelernt. Kein Zweifel, Elfmeter und Rot. Ach, diese Doppelbestrafung, aber das muss er so entscheiden. Vier Minuten bleiben hier noch. Da trennt er ihn fair vom Ball. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Der Kopfball ist drin. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist das wunderbar, wie er diesen Ball über den Keeper köpft. Da ist der Torhüter machtlos. Gesamtspielstand. Nun also 5:1. Weiter geht's. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Sie steigen nach wie vor sehr hart ein. Da haben Sie Glück, dass das nur gelb ist. Ja, noch ein Platz vorbei. Das wäre aber auch bitter gewesen. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Das gibt einen Eckball. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. In die Mitte, aber gut getroffen der Kopfball und dann ist der Ball im Netz. So, Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Das Spiel ist aus und damit stehen die Gäste nun also im Finale. Finale, sie haben es geschafft, am Ende in überzeugender Manier.
Also es war schon ein richtig guter Auftritt. Sie sind verdient im Endspiel. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen. Und jetzt kann man schon mal auf dieses Finale schauen. Und ich glaube, auch da ist in dieser Form, in dieser Verfassung alles möglich. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Und jetzt diese Chance. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Es gibt die Elfmeter. Und Gelb noch dazu. Oh, Tor vorbei. Vergibt diesen Strafstoß und das war schwach ohne... Dani Olmo. Zieht ab. Brillant gemacht. Nicht ungefährlich, Steilpass, ganz gefährlich. Nicht das Tor, unglaublich. Gutes frühes Stören. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf, da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Super Pass. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Gefährlicher Steilpass, Ball kommt gut. Der Kopfball ist drin! Sie steigen nach wie vor sehr hart ein. Da haben Sie Glück, dass das nur gelb ist.